Die aus Asien stammende Pflanze Ginkgo ist ein wahres Symbol für Widerstandskraft und Überlebenswillen. Nach dem verheerenden Atombombenabwurf auf Hiroshima 1945 waren es die Ginkgo-Bäume, die als erste wieder anfingen, gesunde Blätter zu tragen. Deshalb wählte Christiane Eichenhofer genau diese Pflanze als Symbol für ihre große Benefizradtour aus. Jedes Jahr schwingen sich Prominente im Rahmen der Ginkgo-Tour in den Fahrradsattel und radeln für einen guten Zweck. In jedem Jahr führt sie die Tour durch eine andere Region in Süddeutschland. Und in diesem Jahr ging es 3 Tage lang durch den Landkreis Tübingen und sein Umland. Heute, am letzten Tag, legten die Radler auch einen Stopp in Ehningen unter Achalm ein. In Tübingen. Pünktlich um 10.20 Uhr erreichte der gelbe Pulk der Tour Ginkgo-Radler den 3. Etappenstopp beim H3 Büro- und Schulungszentrum in der Ehninger Abachtalstraße. Und hier hatten die Organisatoren schon alles vorbereitet, um den fleißigen Radlern eine angenehme Verschnaufpause vom vielen in die Pedale treten zu ermöglichen. Seit Donnerstag strampeln die Prominenten, unter ihnen Sportler, Schauspieler und Musiker, für den guten Zweck quer durch die Region. Und bei jedem Halt sammeln sie eine weitere Geldspende. Auch die Unternehmen im Abachtal hatten fleißig Geld gesammelt. Insgesamt 18.220 Euro waren in Ehningen zusammengekommen. In diesem Jahr geht der gesamte Erlös der Tour Ginkgo an das Projekt Rückenwind vom Verein Hilfe für kranke Kinder e.V. an der Kinderklinik Tübingen. Im Rahmen des Projekts sollen chronisch kranke und behinderte Jugendliche intensiv beim Wechsel aus der Kinder- in die Erwachsenenmedizin begleitet werden. Sie haben plötzlich, müssen Sie sich mit Partnerschaft auseinandersetzen, Sie müssen sich mit Berufswahl auseinandersetzen, Sie stehen also vor vielen großen Fragen und in der Erwachsenenmedizin können das die Mediziner auch nicht leisten und deswegen ist hier ein psychosozialer Dienst natürlich von notwendig. Es sollen Sprechstunden eingerichtet werden, es sollen Vorsorge stattfinden. Das ist eigentlich das Ziel von diesem Projekt, wird momentan auch von der Krankenkasse nicht übernommen. Ein Projekt, für das viele Prominente ein Herz gezeigt und sich bereitwillig Trikot und Radlerhose übergestreift haben, um genügend Spenden zu sammeln. Ich mache das natürlich gerne. Ich weiß, wie gut es uns geht, wie gut es mir geht. Und ich habe Freunde auch, die haben ein Kind, das leukämiekrank ist. Und von daher war mir selbstverständlich, hier immer mitzufahren, die Tour zu unterstützen. Also ich möchte damit einen Beitrag leisten, dass behinderte und kranke Kinder zusätzlich unterstützt werden zu den Maßnahmen, die über die Krankenkassen etc. so angeboten werden. Ich helfe gern Kinder. Ich bin Erzieherin von Beruf und arbeite im Kleinkindbereich mit Kindern zwischen 1 und 3. Und für mich ist es selbstverständlich, wenn ich gefragt werde, ob ich bei der Tour Ginkgo mitfahren möchte oder kann, um zu helfen, dass ich das natürlich mache. Und ich mache das schon seit mittlerweile 15 Jahren und fühle mich schon in der Familie total heimisch und freue mich jedes Jahr drauf. Die Tour Ginkgo der Christiane Eichenhofer Stiftung hat Tradition. Seit über 20 Jahren rollt sie alljährlich durch eine andere Region in der Bundesrepublik und sammelt Spenden für kranke Kinder. Ich habe die Stiftung 1992 gegründet. Ich bin selbst mit 5 Jahren an Leukämie erkrankt und mir geht es sehr gut und ich habe 2 gesunde Kinder und ich möchte einfach den Familien und den Kindern und Jugendlichen einfach ein bisschen Zuversicht geben und ihnen klar machen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sich Menschen solidarisch zeigen und sie eben während dieser Krankheitsphase eben auch unterstützen. Wie viele Menschen in der Region Neckaralb das Projekt Rückenwind ebenfalls unterstützen wollen, lässt sich an der bis heute Vormittag gesammelten Spendensumme von rund 175.000 Euro ablesen. Trotz Regen ging es für die Radler nach einer halbstündigen Pause schließlich weiter zum nächsten Ziel, der letzten Tour Ginkgo-Etappe. Neben Bad Urach standen noch Dettingen, Metzingen und Dettenhausen auf dem Plan.